Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin auch Medium. Ich biete Beratungen an und diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, eine Horoskopanalyse nach indischen Astrologie mit arabischen Punkten. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen. Der mediale Name ist Madiseya. Liebe Madiseya, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Interesse und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Dein Wunsch war, dass ich noch die arabischen Punkte auch dazu nehme, das habe ich auch getan. Es gibt Hintergrundgeräusche, wir haben großen Sturm hier auf Mallorca und das hört man, kann ich nicht abstellen, aber ich hoffe, das ist nicht allzu störend. Und ich starte mit diesem Horoskop-Analyse. Dein Aszendent ist Zwillinge. Das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die Tierkreiszeichen Zwillinge sind in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Damit hat dein Leben begonnen. Diese kosmische Energie, diese Tierkreiszeichen hat dich begrüßt, gehört zu deiner Persönlichkeit, das ist dein Auftreten, beeinflusst dein Aussehen, so bist du auch wahrgenommen. Und diese Energie, diese Zwillinge begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Natürlich vermittelt eine gewisse Leichtigkeit, eine spielerische Art und Weise und vor allem einen jugendlichen Aussehen. Mit diesem Geburtsmoment, die erste Atemzug, bleibt das Leben nicht stehen, sondern das Leben ist eine ständige Bewegung. Und wie wir alle, du auch, bewegst du dich in dein Leben. Und es gibt immer einen Lebensabschnitt oder mehrere Lebensabschnitte, ein gewisser Zyklus und dann beginnt etwas Neues. Und so machen wir diese Lebensschritte und wir verlassen mal ein Tierkreiszeichen, dann übergehen wir in einen anderen Tierkreiszeichen und das entspricht immer die Lebensumstände, die wichtigen Themen, die Einflüsse von außen. Ich würde das mal so beschreiben, in diesem Boden bewegen wir uns und alle 7 Jahre ändert sich das alles. Und du bist gerade in deinen Lebensschritten, gerade in einen Wechsel. Du verlässt die Tierkreiszeichen Wassermann, was dir Leichtigkeit gegeben hat, außergewöhnlichen Lebensumstände und Begegnungen, tolle Ideen. Und jetzt übergehst du mit deinen Lebensschritten in eine neue Periode und da wirst du in die kommenden Jahren bewegen und das ist die Tierkreiszeichen Fische. Natürlich ist es ganz andere Energie. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Das ist mehr Leichtigkeit. Die Luftelement hat einen Bezug zum Kontakt, Kommunikation, die Worte wird auch über Luft vermittelt. Und natürlich auch die Idee, das Geist. Und jetzt übergehst auf die Gefühlsebene, weil die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Und damit machst du in den kommenden Jahren deine Lebenserfahrungen. Und ich möchte die Tierkreiszeichen Fischen ein bisschen näher beschreiben, damit du besser orientieren kannst. Diesem Sternbild besteht aus 2 Fischen. Astronomisch wird gesagt, die südlichen Fisch
und des nördlichen Fisch. Die beiden Fische, die südlichen und die nördlichen Fische, sind miteinander verbunden wie ein Nabelschnur, und Alpberg ist dieser Stern, was die beiden Fische miteinander verbindet. Das ist ein großer Unterschied, in welche Richtung wir hier orientieren. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Und das können wir vergleichen wie mit einem Ozean. Und die Fischen schwimmen in diesem Ozean. Und wenn sie in Vertrauen sind, dass dieses Element die trägt und dass sie da bewegen können, dann kommen die Fischengeborenen zu dieser Leichtigkeit, zu diesem Glauben auch und haben einen Zugang zu ihrer Intuition, weil das ist die Quelle, das Quellwasser, die Intuition und die Inspiration. Und wenn sie das vertrauen und davon überzeugt sind, dass ihre Vorstellung Realität wird, dann beherrschen sie das, und hier in dieser Richtung ist die Reichtum verborgen. Es ist nicht nur die finanzielle Reichtum im Geld zum Schwimmen, sondern das ist auch das inneren Reichtum. Etwas visualisieren, bildhaft vorstellen und das Vertrauen, diese Glauben zu haben, dass das auch geschieht, und dann geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und das ist die ganze Energie in eine Richtung. Die andere Richtung sind auch die Fischengeborenen, die ständig zweifeln. Zweifeln an sich selbst, zweifeln an die Liebe, zweifeln an ihren Vorhaben, sogar vielleicht an Gott. Und das ist immer auch mit Angst verbunden. Und diese Unsicherheit, diese Zweifel oder diese Angst macht unbeweglich. Das sind die Hindernisse und Blockaden. Also ich würde empfehlen, in den nächsten Jahren orientieren, klug die Entscheidungen treffen. Und hier geht es gar nicht um das Verstand, kluge Entscheidungen zum Treffen. Hier geht mehr um das Gefühl, in diesem Vertrauen zum Bleiben, dass das Leben trägt einen. Und auch diese Verbindung zu sich selbst, zu dieser Intuition, auch zur Verbindung zum Gott. Also das wirst du erleben in den kommenden Jahren, weil das, was dich erwartet, und machst du Lebenserfahrungen. Zurück zu deinem Aszendent. Wie ich schon sagte, das war die erste Atemzug, deine Geburt, und das war die Tierkreiszeichen Zwillinge, weil die Tierkreiszeichen Zwillinge ist in diesem Moment in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Das geht mehr in Mondkalender. Und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle gerne dazu die Geschichte, weil das ist die Hintergrundinformation. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich eine hübsche junge Dame namens Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, ich habe das gut überlegt, du darfst meine Tochter heiraten, aber sie hat noch Geschwister, du musst alle ihren Geschwister auch heiraten. Den Mond blieb nichts anderes übrig, er heiratete alle Geschwister, alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Natürlich kommen die Einflüsse von Sternen, so wird das dann diese Eigenschaft auch beschrieben. Und das prägt sich auf unserem Horoskop, weil
wo Sonne, Mond und die Planeten, auch die Aszenden sich befindet, können wir zu einem Mondhaus zuordnen. Dein Aszendent befindet sich in ein Mondhaus, was Punarvashu heißt in indischen Astrologie. Übersetzt heißt es frei, ungebunden. Hier liegt die schöpferische Kraft und die Kreativität. In diesem Punkt, dein Aszendent und auch dieses Mondhaus wird beeinflusst von Orion. Orion ist ein ganz großes Sternbild im Himmel, das ist die himmlischen Jäger. Und es ist schon ein Jagd. Und das würde dir bedeuten, setze Ziele und verliere diese Ziele nicht aus den Augen, sondern jage nach diesen Zielen. Und Orion zeigt auch eine Richtung und die Richtung ist auch sehr wichtig. Orion zeigt oder die Hunde des Orions zeigen Richtung Nordpol. Und der Nordpol befindet sich im kleinen Wagen oder kleinen Bär und dient zum Orientierung. Und wenn du deine Persönlichkeit im Ausdruck bringen möchtest, und du möchtest deine schöpferische Kraft leben, möchtest es befreien, frei in Lauf lassen, brauchst erstmal Ziele, brauchst du Orientierung. Und das, was dir dieser Mondhaus und die Einfluss von Sternbild Orion vermittelt. Dieser Mondhaus heißt auch, wenn du Ideen hast und möchtest deine Ideen wahrnehmen, oder überhaupt, dass diese Ideen geboren werden, brauchst du einen gewissen Rückzug erstmal oder eine meditative Haltung. Die Stille ist, wo deine Ideen geboren werden. Die Luftelement vermittelt sich hier, die Tierkreiszeichen Zwillinge gehört auch zum Luftelement. Und das heißt, von vieles befreien, was bedrückt und loslassen, damit du atmen kannst. Du brauchst das Luft zum Atmen. Dann bedeutet auch diese spielerische Art und Kontakte, eine gewisse Neugier, vieles erkunden in dein Leben, in deine Umgebung und deine jugendlichen Aussehen und Ausstrahlung. Und es bleibt auch bis zum dein Lebensende erhalten. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und in dieser Stelle möchte ich erklären, dass die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Und andere Berechnung, andere Ergebnis, also nicht wundern, dass Sonne, Mond und die Planeten anderes platzieren, als in unserer westlichen Astrologie das bekannt ist. Aber diese Berechnung übereinstimmt das, was die Astronomen auch berechnen. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und es ist auch Luftelement. Hier gilt auch wieder von alles verabschieden, was Kraft kostet und befreit zu sein, davon auch von Angst, von Zweifel, von Kontakten, was dich bedrückt, was dich eher hindert oder von Gewohnheiten, weil erst dann kannst du richtig aufatmen. Dieser Mondhaus, wo deine Sonne befindet, heißt Swati. Und das vertritt die Gerechtigkeit. Also du hast einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Eine gewisse Unentschlossenheit ist hier bei Waage natürlich möglich. Man legt alles in die Waageschale und es erschwert eine spontane Entscheidung. Dieser Mondhaus wird beeinflusst von einem Sternbild, und diesem Sternbild heißt Kreuz des Südens. Diesem Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar. Das Kreuz des Südens. Und
Swati übernimmt auch natürlich den Einfluss. Dieser Name Swati kommt von Sanskrit und heißt übersetzt Schwert, also das Kreuz des Südens, wie zwei Schwert kreuzen sie sich. Und dieser Schwert symbolisiert die Trennung von Angst. Aber diesem Wort Swati bedeutet nicht nur Schwert, sondern bedeutet auch Selbst, die Selbstfindung. Diesem Sternbild des Kreuz des Südens vermittelt Themen wie Spiritualität, Gottesglauben und noch etwas Wichtiges. In diesem Sternbild befindet sich die Südpol. Und Südpol dient im Südhalbkugel als Orientierung, wieder die Orientierung. Dann hast du Klarheit in dein Leben. Das ist die Sonnenenergie. Hier befindet sich dein Sonne. Die Richtung wäre Spiritualität, Glauben, Glauben an dir selbst, Glauben auch an Gott. Dieser Mondhaus heißt auch selbst übersetzt. Dieser Mondhaus beschreibt Eigenschaften. Natürlich hier ist auch eine von die Frauen des Mondes. Eigenschaften wie gutes Benehmen, Barmherzigkeit, Pflichtbewusstsein, Leichtigkeit, Schönheitssinn, Kreativität, Harmonie, Frieden. Aber bei Handeln bist du oft zögerlich. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe nach diesem indischen Berechnung, aber im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, aber noch im Löwe. Mond symbolisiert die Gefühle. Dieser Mondhaus, wo dein Mond befindet, heißt Uttara Palguna und vermittelt Wohlstand, Reichtum, Glück, auch Schutz, auch bei Ehen, auch bei Partnerschaft, aber auch bei Verträgen. Du hast einen gewissen Bezug zum Luxus, das Leben zu genießen. Deine Stärke liegt an die Konzentration und deine Lernaufgabe, dass du Ziele setzt und da bleibst du konzentrierst und wirst du die Ziele nicht aus den Augen verlieren. Materieller Wohlstand ist sehr wichtig. Und da in dieser Richtung fließt auch die Energie. Hier verbindest du die schöpferische Kraft, und das ist die Löwe-Energie, mit Klugheit, mit klugen Entscheidungen. Und das ist schon der Einfluss von Tierkreiszeichen Jungfrau, das ist schon die Jungfrau-Energie. Dein Mond wird bestrahlt von Regulus. Regulus gilt von einer von den königlichen Sternen. Es gibt insgesamt 4 königlichen Sternen und Regulus symbolisiert immer Herrscher, Könige, Kaiser. Also geht immer um Beherrschen etwas. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Und hier steht ein Einfluss zu deinem Mond, zu deinen Gefühlen. Also hör auf dein Gefühl, hör auf deine Intuition und nimm dein Herz wahr. Ich vergleiche das Herz immer mit einer Schatztruhe. Für mich ist das Herz die Schatztruhe in unserem Körper und auch die Zentrum. Astromedizinisch ist auch die Sonne die Zentrum unserem Körper. Und wenn man diese Schatztruhe sich öffnet, das heißt das Herz öffnen, in diesem Schatztruhe ist alles da, was wir lieben, was wir mögen, was uns begeistert. Liebe, Partnerschaft, die Berufung, ein Hobby, die Liebe zur Natur oder Kinder oder zu Eltern oder zu Familie oder zum Reisen, Sport, Bewegung, Kunst, Musik, Tanz, wie auch immer, jeder Mensch liebt etwas anderes.
Und wenn das bewusst ist, was das genau ist, die Kinder machen das spielerisch. Aber später haben wir diesen Bezug nicht zu unserer spielerischen Art, sondern wir machen viel zu viel Gedanken und leben mehr das Bewusste und weniger das Unbewusste. Aber unsere Intuition und unsere schöpferische Kraft liegt im Unbewussten. Manchmal kommt das dann durch Traumbilder. Aber wichtig ist, dieses Bewusstsein haben, diese Schatztruhe öffnen und das übereinstimmt mit unserem Unbewussten. Dann haben wir die Einklang zu uns selbst und ändert sich unsere Lebensqualität, weil danach treffen wir die Entscheidungen. Und das ist für dich sehr, sehr, sehr wichtig, weil Regulus ist dieses Herz. Und so lebst du auch dein Selbst. Löwe symbolisiert auch das Selbst. Und hier wird beeinflusst dein Mond, wird beeinflusst dein Gefühl. Dieser Mondhaus vermittelt auch Selbstbewusstsein, Selbstdarstellung, die Bedürfnis wahrgenommen zu werden, auch die Feuerelemente, die Löwen, die Begeisterung, die Wille, dieser starke Wille, auch aktiv zu sein, obwohl die Tierkreiszeichen Löwe gehört zu fix Tierkreiszeichen und sie neigen dazu schon etwas festhalten. Dein Mond hat einen Einfluss von Jupiter, das ist ein sehr schöner Einfluss. Jupiter gilt als Glück. Und natürlich, da bekommst du in dein Leben dieser Optimismus, die Möglichkeiten, die Chancen immer wieder und immer wieder hast du dieses Glück. Und da hast du ein gutes Gefühl dabei, das ist der Jupiter-Einfluss. Aber Jupiter neigt dazu, etwas vergrößern, vermehren. Und natürlich, das wirkt auf deinen Gefühlszustand, also du neigst dazu, etwas zu betonen. Wenn du jemanden liebst, dann betonst du auch. Oder wenn du wütend bist, das betonst du auch, dann kommt eine gewisse Übertreibung. Also hier eher dann im Gleichgewicht bleiben. Dieser Jupiter-Einfluss in einen Lebensbereich, also dein Mond, in einem Lebensbereich, was deine vertrauten Umgebung bedeutet. Und dann kommt dazu dieser Jupiter-Einfluss, was das begünstigt und sorgt für glückliche Umstände. Das sind die vertraute Umgebung, das bedeutet, du kommst da gut an und hast du diese Beliebtheit, bedeutet auch, dass du immer wieder Glück hast bei kleineren Veränderungen oder bei einer kleinen Reise oder bei Schulungen, entweder eine Schulungen teilnehmen oder Seminare selber halten, das geht um Wissen vermitteln oder Wissen aneignen. Also da hast du auch das Glück und ein gutes Gefühl dabei und eine gute Verbindung mit Bekannten, Verwandten. Und das vermehrt sich auch, weil Jupiter beeinflusst das auch. Und wie ich schon sagte, Jupiter vermehrt etwas. Und in diesem Bereich hast du auch guten Einfluss von Sternen. Aber achte darauf, dass das nicht übertrieben wird, dass du dann zu viel Kontakte hast und dann wird das zu viel sein. Das raubt Kraft und Zeit. Mars ist eine männliche Energie, aber Mars haben wir Frauen auch und wir brauchen auch diese männliche Energie. Astromedizinisch ist Mars zu unserer Muskulatur zugeordnet. Und Muskulatur dient auch zur Bewegung und auch die Blutbildung hat auch Mars auch eine Funktion. Also es ist lebensnotwendig, diese Mars-Energie auch bei Frauen. Und Mars ist zwar eine männliche Energieform, aber das drückt aus unsere Kraft, unserem Mut, alles, was wir in Bewegung setzen in unserem Leben, brauchen wir diese Mars-Energie und auch uns wehren, uns durchsetzen im Leben, uns durchboxen im Leben. Das ist schon Mars-Energie.
Nach diesem indischen Berechnung befindet sich dein Mars in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet, die Steinbock-Geborenen oder die Tierkreiszeichen Steinbock vermittelt die hohe Ziele, hohe Ideale. Und die Steinbock-Geborenen haben die Kraft, die Ausdauer, auch die Geduld, das zu erreichen, weil sie geben das nicht auf. Und deine Kraft geht in diese Richtung, dass du deine Ziele erreichst. Aber du brauchst erstmal diese Ziele, also brauchst die Orientierung. Du musst es beschreiben, konkret definieren, was das genau ist, ob das deine Berufung ist. Oder in die liebe Partnerschaft möchtest was erreichen. Oder Umzug. Also alles, was für dich wichtig ist in dein Leben, musst erstmal das definieren, was das genau ist, dann ins Ziel setzen und konzentriert in diesem Ziel bleiben, dann hast du die Orientierung und deine Energie, was alles in Bewegung setzt, das ist die Mars-Energie, richtet sich in diese Richtung und das mit Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, du gibst das auch nicht auf, sondern du setzt es durch. Und Mars bedeutet nicht nur diese Kraft und Mut, das Durchsetzen im Leben, sondern Mars bedeutet auch der Mann. Deine Vorstellung über diesen Mann. Und das ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Du möchtest auf diesen Mann aufschauen, bewundern. Du möchtest diesen Mann auch respektieren können. Bei Steinbock kann auch sein, dass ein älterer Mann ist, dein Bild, deine Vorstellung über die idealen Partner. Das heißt aber nicht, dass dieser Mann in Tierkreiszeichen Steinbock geboren sein soll, sondern diese Eigenschaften soll haben, dass du auf ihn aufschauen kannst. Dass du ihn bewundern kannst. Dieser Mann darf auch etwas älter sein, aber du brauchst dieses Gefühl, du bist da angekommen und er nimmt dich ernst und er nimmt dich die Partnerschaft ernst. Diese Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit, das brauchst du. Auch die Erdeelement hier, immerhin die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement, dass er bodenständig ist, dass dir Sicherheit und Stabilität geben kann. Es ist nicht nur wegen dieser Mars-Energie wichtig, die liebe Partnerschaft näher zu beschreiben mit dieser Steinbock-Energie, sondern es gibt Tore zu verschiedenen Lebensbereichen. Und der eine Lebensbereich ist, was auch sehr wichtig ist, die Liebe, Partnerschaft und Ehe. Und dieser Tor zu der Partnerschaft, die Tor zu dieser Ehe, öffnet sich mit Steinbock. Also es wirkt auf deine Partnerschaft diese Steinbock-Energie. Mars in Tierkreiszeichen Steinbock befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Uttara Chada. Und das beschreibt Selbstbewusstsein, ist sehr stark ausgeprägt, auch die Hilfsbereitschaft ist sehr sozial eingestellt, immer für andere da sein, anderen helfen. Und du setzt auch deine Kraft ein für die Gerechtigkeit. Du strebst nach deinen Zielen und das wird auch belohnt, weil damit hast du Erfolg und bekommst du Anerkennung, bekommst du Respekt. Der Nachteil ist, dass sie dich ausnützen. Also immer ein Unterscheidungsvermögen ist sehr wichtig, unterscheiden, für wen darfst du dich einsetzen oder wo ist besser mal Nein zu sagen, weil deine Gutmütigkeit, deine Hilfsbereitschaft wird schnell ausgenutzt. Hier hast du hohe Ziele, Ideale und Wünsche. Hast du diese Geduld,
hast diese Ausdauer, wenn es um die Zielerreichung geht. Fasies ist ein Stern und es beeinflusst diesen Bereich, dein Mars-Energie, aber auch die Thema Liebe, Partnerschaft. Und dieser Stern vermittelt, etwas in Form zu bringen, ein Gestalt geben und es gelingt dir in die Liebe, Partnerschaft. Du wirst diesen ideale Mann auch finden. Du sollst es als Ziel setzen. Merkur ist der Planet der Handlungen, die Kommunikation, aber auch Wissen vermitteln oder lernen von jemand etwas, dieser Austausch. Merkur steht auch für Verträge. Merkur befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Waage. Natürlich eine schöne Sprache. Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus und Venus verkörpert Schönheit, Harmonie und Ästhetik und es kommt bei dir durch die Sprache auch im Ausdruck. Eine schöne Sprache, aber nicht nur diese schöne Sprache, was hier bei dir wirkt, sondern auch die Gerechtigkeit. Waage symbolisiert auch Gerechtigkeit. Und die Mondhaus heißt Swati. Mit diesem Swati haben wir uns schon begegnet bei Position der Sonne. Dein Sonne ist auch im Waage, auch im Mondhaus Swati. Und dieser Begriff Swati kommt von Sanskrit und heißt übersetzt Schwert, aber bedeutet auch Selbst. Also dein Selbstverwirklichung ist wichtig. Und Schwert bedeutet auch von etwas trennen, was das hindert. Oft ist die Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl oder Eigenschaften, Angewohnheiten, falsche Angewohnheiten oder Kontakte, einen falschen Weg. Alles, was dich bremst bei diesem Selbstverwirklichung, das sollst du trennen. Und das ist nicht nur die Sonnenenergie, was dein Selbst symbolisiert, sondern Merkur, das Wissen und auch die Kommunikation geht auch in diese Richtung. Wenn du Gespräche führst mit jemand oder kontaktierst mit jemand und du hast das Gefühl, der nützt dich aus oder macht dich zu klein oder versucht dir etwas vorzuschreiben und du musst dich immer unterordnen und immer unterordnen, dann nimm dieses symbolische Schwert und trenne dich von diesem Kontakt, befreie dich davon, weil dann kannst du endlich aufatmen, dann kommt die Luftelement der Waage und so ist es auch die Gerechtigkeit. So wie bei Sonnenposition schon gesagt habe, dieser Mondhaus hat einen Einfluss von Kreuz des Südens, wo die Südpol befindet, also dient wieder zum Orientierung und bedeutet Themen wie Spiritualität oder religiösen Themen. Also hier bei Merkur-Energie ist nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Wissen, die Interesse. Und da in diese Richtung hast du die Interesse. Und das wäre die Richtung Spiritualität oder Glauben ist auch sehr wichtig hier. Glauben an dein Wissen, Glauben an dir selbst, Glauben an Gott und natürlich wichtig hier bei diesem Kreuz des Südens, wo die Südpol ist, ist auch wichtig die Orientierung. Und da handelt es sich um die Kontakte bei Merkur-Energie, handelt es sich um Kontakte und Verträge, dass du da orientierst. Welche Verträge sollst du unterschreiben? Wo hast du Vorteile? Wo hast du vielleicht Nachteile? Dass du das unterscheiden kannst. Und bei den Kontakten auch, mit wem sollst du Gespräche führen oder wer kann dich beraten, welchen Ratschlag sollst du hören oder wo kannst du sagen, ich treffe lieber selbst die Entscheidungen. Die Harmonie, die Ausgeglichenheit, die Leichtigkeit und diese freie Sprache ist natürlich sehr, sehr wichtig und diese schöne Sprache.
Dieser Merkur in Tierkreiszeichen Waage bekommt einen Einfluss von Saturn. Und Saturn liegt gegenüber. Die spiegeln sich etwa, sie schauen ins Auge. Saturn ist in dein Horoskop rückläufig. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass das bremst etwas, dass du das nicht traust, das zum Sagen, was du sagen möchtest, dass er ja niemand verletzt. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, oft karmischen Themen, weil Saturn ist auch die Planet der Karma, karmischen Erinnerungen. Und natürlich wäre das wichtig, hier bei Merkur-Energie handelt sich um altes Wissen, altes Wissen und das, was dir Saturn spiegelt. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und es liegt gegenüber von Waage, also spiegelt dir etwas und du sollst auch in diesem Spiegel schauen, nicht umsonst ist dieser Planet da. Und bei dieser Verbindung zwischen Saturn und Merkur brauchst du auch die Gleichgewicht. Wo du unterscheidest, was soll ich sagen und wo soll ich lieber schweigen. Natürlich hast du eine schöne Sprache und möchtest du niemanden verletzen. Und das ist wunderbar, weil das ist deine diplomatische Fähigkeit, so mit Menschen umzugehen und kommunizieren. Und damit hast du immer einen Vorteil. Aber achte darauf, dass du diese Begabung auch ernst nimmst und deinen Wissen ernst nimmst, dass du das nicht verspielst, sondern das zutraust, das zu vermitteln. Diese Merkur, was dazu da ist oder verkörpert die Handlungen, die Gespräche und die Verträge und das Wissen, bekommt einen Einfluss noch von einem Stern und diesem Stern heißt Algorab. Dieser Stern Algorab befindet sich im Sternbild Rabe. Und es ist immer mit Lügen verbunden. Und dazu erzähle ich die Geschichte. Einmal sagte Apollo, der Sonnengott, zu Rabe: Schau mal, hier ist dieser goldene Kelch. Nimm das bitte und fliege zum Quelle und hol frisches Wasser für Zeus. Aber beeile dich. Die Rabe hat es versprochen, flog davon und unterwegs findet er einen Feigebaum und hat Lust gehabt von diesem Feigen zum Essen, aber die Feigen waren noch nicht reif. Und der Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren und dann hat von diesem Feigen gegessen, dann ist weiter geflogen zu diesem Brunnen, zu diesem Quelle, hat die Wasser geholt, fliegt zurück zum Apollo und Apollo fragte den Rabe: Wo warst du denn so lange? Ich habe dir gesagt, sollst du dich beeilen. Und die Rabe sagte: Oh Apollo, weißt du, ich kann nichts dafür, da unterwegs war diese Wasserschlange und sperrte mir den Weg, ich bin unschuldig. Und Apollo, der Sonnengott, erkannte, dass der Rabe lügt. Und Apollo hat alle im Himmel gesetzt, der Rabe, die Wasserschlange und auch diese Becher, diese goldenen Becher. Und das sind die Sternbilder im Himmel. Der Rabe schaut die Wasserschlange an, der Rabe schaut diesen Kelch an und der Rabe muss jeden Tag an diesem Lüge denken. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Lügen, hintergehen und diese Feige ist ganz süßes Frucht. Das haben wir hier im Garten auch jede Menge Feigen. Also ist wirklich sehr süß. Also das wird immer süß, honigsüß verpackt. Und weil das noch unreif war, symbolisiert auch diese Unreife. Wenn wir so gutgläubig sind, haben wir noch keine Lebenserfahrung. Das brauchen wir, bis das Früchte trägt.
bis das sich reift, alles, das sind unsere Lebenserfahrungen. Solange glauben wir an diesen Frucht, an diesen süßen Frucht, auf diesen süßen Worten und wir erkennen nicht, dass das eine Lüge ist. Wenn wir erstmal durchschauen, dass das nicht die Wahrheit entspricht, da brauchen wir Jahre Lebenserfahrungen, dann kommt ein bisschen Misstrauen oder Vorsicht und genau diese Lebenserfahrungen magst du aber auch. Das sind die Einflüsse von außen und dieser Algorab zeigt dir in deinem Lebensweg, achte immer drauf. Achte darauf, welche Kontakte hast, welche Gespräche führst, was kann passieren, in dein Leben immer wieder, weil da machst du die Lebenserfahrungen. Erstmal zeigt dir Algorab von dieser Rabe, diese Geschichte und auch Saturn. Saturn hat auch einen Einfluss auf dein Merkur. Also das heißt, Merkur bekommt Einfluss von dein Rabe, von dieser Algorab. Dieser Stern befindet sich im Rabe. Und bekommt einen Einfluss von Saturn. Hier hast du die Lernaufgabe, erkennen, woran liegt die Wahrheit und was ist die Lüge. Und nicht nur von Algorab hast du Einfluss, sondern auch Alperats. Diese Alperats bestrahlt zwar nicht dein Merkur, sondern Alperats bestrahlt dein Saturn im Tierkreis zeichnen wieder und diese Alperats ist der Kopf von Andromeda. Und weil dieser Kopf von Andromeda, diese Alperats, dein Saturn einen Einfluss hat, zeigt nochmal eine weitere Lernaufgabe, weil Saturn ist der große Lehrmeister und zeigt, was wir lernen sollen in unserem Leben. Und der Einfluss von dieser Alperats zeigt klar und deutlich, was das genau ist. Und dazu gibt es auch eine Geschichte. Es gab eine Königin namens Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall ihre Tochter Andromeda, sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon. Und Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch zu diesem Königreich, Cassiopeia, zu bestrafen. Der Walfisch kam an im Königreich und dachte, warum sollte ich das tun, was Poseidon mir sagt? Ich habe doch meine eigene Entscheidung. Und nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Andromeda hat Angst gehabt. In der Nähe war Medusa, die Furchterregende, mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, jeder, der Medusa erblickt, hat Angst und wie Stein ist unbeweglich. Und so ging es auch Andromeda, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda und tötete Medusa. Medusas Leib war Pegasus, diesem weißen Pferd. Auf einmal wurde Pegasus auch befreit von seiner Mutter und bekam Flügel. Und das ist dieser geflügelte Pferd. Andromeda und Perseus haben sich verliebt. Und mit diesem geflügelten Pferd sind sie davon geflogen. Das ist die Geschichte und das bedeutet Angst. Von Angst zu befreien. Und in dem Moment bewegt sich etwas. Solange bis die Angst da ist, sind wir gefesselt in einen Felsen, so wie Andromeda ist auch gefesselt in diesem Felsen. Erst dann, wenn die Angst weg ist, kommt die Befreiung und das symbolisiert Pegasus, diesen geflügelten Pferd. Dann können wir wirklich davon fliegen und fliegen bedeutet Leichtigkeit. Und daran liegt die Lernaufgabe, weil diese Geschichte hat einen Einfluss auf deinen Saturn.
Und Saturn ist der große Lehrmeister, belernt uns. Und diese Geschichte belehrt dich von deinen Ängsten zum Befreien. Und gegenüber ist Merkur, der Planet der Sprache, spiegelt etwas. Also wenn du etwas sagen möchtest, nützt die Vorteile von Waage, sei ausgewogen mit der Sprache, sei diplomatisch, sei gerechtigt und verspüre diese Leichtigkeit und diese schöne Sprache. Das sind deine Talente und deine Fähigkeiten. Aber wenn das angebracht ist, das zum Sagen, dann befreie von deiner Angst und sag es auch, so wie du denkst. Und so, wie du dich fühlst. Und so kommst du in Harmonie und kommt Merkur und Saturn im Gleichgewicht. Jupiter, die Jupiter-Energie. Jupiter ist das große Glücksplanet. Ist auch ein Riese. Ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Symbolisiert noch etwas, das innere Sonne. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und hier, was im Basis bedeutet bei dir, der tiefste Punkt des Horoskopes. Und das ist das Wurzel, das ist die Basis, das ist die Fundament, deine Herkunft oder dein Zuhause. Hier fühlst du dich angekommen? Hier befindet sich Jungfrau, hier befindet sich Jupiter. Ich könnte das mit einem Baum vergleichen. Das tiefste Punkt des Horoskopes, diese Basis, dieses Fundament, ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verankert. Das ist unsere Herkunft, das sind unsere Traditionen, das sind die Ahnen. Und das ist vertraut, das ist die Basis. Und von hier aus kann alles wachsen und dehnen. Aber wir brauchen dieses Fundament, wir brauchen diese Basis. Sonst fühlen wir entwurzelt, fühlen wir wie verloren. Und das befindet sich bei dir im Jungfrau. Das muss immer bodenständig sein, das ist Erdeelement. Das muss stabil sein. Das muss immer in Ordnung sein und so diese Energie überträgst dein eigenes Zuhause. Und du brauchst auch dein Zuhause, diese Ruhe, dieser Rückzug, weil daran liegt auch die Kraft. Und Jupiter begünstigt es dir, weil Jupiter bringt dir Glück. Immer in wohnlichen Situationen oder wo du das Gefühl hast, das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich angekommen. Verstanden. Oder hier habe ich meine Ruhe, hier finde ich meine Kraft, da hast du Glück im Leben. Dieser Jupiter in Tierkreiszeichen Jungfrau befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Chitra. Und das Symbol für dieses Mondhaus ist eine Perle. Also dein Zuhause, das soll eine Perle sein. Das kann auch ein inneren Zuhause sein, wie ein inneren Tempel, wo unsere Seele bewohnt. Unsere Seele befindet sich in unserem Inneren. Und wenn wir meditieren, dann haben wir die Reise nach innen. Und Jupiter symbolisiert die inneren Reise. Das ist die inneren Sonne, die Reise zu unserem Selbst, die Reise zu unserem Seele, zu unserer Intuition auch. Und das muss immer in Ordnung sein und ist auch in Ordnung bei dir. Und hier findest du deine Perle. Warum ist das Symbol eine Perle? Kommt auch nicht umsonst. Sondern dieser Mondhaus wird bestrahlt von Saphir. Und es ist ein Edelstein. So heißt dieser Stern auch Saphir. Und dieser Saphir, dieser Edelstein, ist wirklich wie eine Perle, bringt Glück in unserem Leben. Und das ist dein inneres Haus, wo deine Seele lebt.
symbolisiert dein inneren Sonne und auch dein eigenen Zuhause, wo du dich zurückziehst. Da ist die Perle. Es ist nicht nur von diesem Stern Saphir bestrahlt, dieser Mondhaus und dein Jupiter, sondern auch von Spica. Spica ist auch ganz bekannt, diesem Stern. Das ist die Weizenehre der Jungfrau, hält diese Weizenehre im Hand. Es ist zwar schon zugeordnet zu Tierkreiszeichen Waage, diesem Stern, aber ein Teil noch von Jungfrau. Hier verbindet sich Jungfrau und Waage. Das ist die Weizenehre der Jungfrau. Das heißt, alles, was du aussehst, wirst du auch ernten. Das sind deine früheren Taten. Alles, was du früher getan hast, das natürlich muss reifen, das braucht Zeit, aber du wirst du das auch ernten. Und weil hier Jupiter eine Wirkung hat, Jupiter bedeutet auch die Gerechtigkeit. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit. Und das ist ein Hinweis auf Glück und für die göttliche Gerechtigkeit. Du wirst von alten Taten oder Taten von früheren Leben belohnt. Und das trägt Früchte. Du wirst das ernten und das ist was sehr Schönes. In diesem Mondhaus beschreibt noch Kreativität, tolle Ideen. Und die grundlegende Energie ist Aktivität und Veränderung. Das ist auch wichtig in dein Leben, dass du da Mut hast, deine Chancen, deine Möglichkeiten, was Jupiter bietet, auch wahrnehmen und das auch im Griff bekommen. Und da erlebst du Lebensfreude. Immerhin, dieser Speaker bedeutet auch Lebensfreude. Die Ägypter verehren diesen Stern als Hathor. Die Schattenseite dieser Mondhaus ist, wenn diese aktive Energie gebremst ist, wenn du deine Chancen verspielst im Leben. Du hast einen Einfluss auf diese Jupiter-Energie hier von deinem Mond, ein sehr schöner Einfluss, das heißt, es übereinstimmt mit deinen Gefühlen. Und natürlich auf dein Innenleben, deine Intuition, deine Inspiration, deine Kreativität, auch deine Spiritualität, ein gutes Gefühl dabei. Du findest diese Quelle. Und hat dieser Mondhaus einen Einfluss von Markeb. Und Markeb ist ein Stern im Sternbild Argo. Dieser Sternbild Argo ist ein sehr großes Sternbild. Mit diesem Schiff, das ist ein Schiff, mit diesem Schiff Argo sind die Argonauten gefahren, die goldenen Felder wieder zu holen. Das war diese große, große Reise. Und in diesem Sternbild Argo, in diesem Schiff befindet sich Markeb. Zeigt auch die Richtung, wohin geht die Reise. Und das hat einen Einfluss auf dein Jupiter, auch dein Zuhause. Das heißt, du bist schon auf diesem Lebensreise, bis dein Platz findest im Leben, wo du dich verankert fühlst, angekommen fühlst. Aber bedeutet auch diese Schiff Argo, viel Reisen und Handeln. Und weil hier um Wohnsituation handelt, in diesem Lebensbereich, könnte ein Hinweis sein, dass du gute Geschäfte machen kannst mit Immobilien handeln oder mit Reisen oder Immobilien im Ausland. Dein Venus ist deine weibliche Energie. Venus ist die Planet der Liebe, aber auch Kreativität und Schönheit und Harmonie und Frieden. Alles Schönes gehört zum Venus. Und bei uns Frauen bedeutet auch die Weiblichkeit, auch das Aussehen. Und dein Venus befindet sich in dein Horoskop, natürlich dieser indischen Berechnung, befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Venus fühlt sich pudelwohl im Waage, weil das ist
die Venus-Energie. Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage, also das ist im Einklang. Und das bedeutet, dass deine Weiblichkeit ist sehr stark ausgeprägt, dein Schönheitssinn ist sehr stark ausgeprägt und deine Kreativität und dein guter Geschmack und gutes Benehmen. Dieses Mondhaus, wo sich Venus befindet, das ist dieselbe, wo Jupiter befindet, weil das ist im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Jupiter ist noch im Jungfrau, Venus ist schon im Waage, aber die beiden befinden sich im gleichen Mondhaus, weil dieses Mondhaus Chitra kreuzt oder verbindet Jungfrau mit Waage. Das ist die Grenzbereich. Das ist die Grenzbereich. Also das ist das Gleiche, wie ich Jupiter-Energie beschrieben habe durch dieses Mondhaus. Hier ist das Symbol eine Perle. Dieser Stern Saphir bestrahlt. Dieser Mondhaus wirkt auf dein Jupiter, wirkt auf dein Venus, also auf deine Weiblichkeit, auf deine Chancen, Möglichkeiten im Leben. Und es ist das Lebensfreude, die Kreativität, die tolle Ideen und dein Leben aktiv gestalten, auch mal verändern, wenn die Chancen, Möglichkeiten da sind. Und das ist eine Perle, also bringt dir auch Glück. Und hier hast du auch einen Einfluss von diesem Schiff Argo natürlich. Saturn. Ich habe Saturn schon erwähnt, aber jetzt schauen wir das mal näher an. Saturn ist der Planet der Schicksale. Saturn ist der Planet der Karma. Kennt die Akasha-Chronik, wo unsere Schicksalswegen beschrieben sind. Und Saturn hütet die Akasha-Chronik. Saturn ist nichts anderes in griechischer Mythologie wie Kronos, der Gott der Zeit. Also bestimmt auch das Lebensdauer, also wie lange wir leben. Das steht auch im Saturn-Einfluss. Aber auch, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln oder wann ist der richtige Zeitpunkt für eine schicksalhafte Entscheidung oder schicksalhafte Begegnungen. All das steht im Saturn-Einfluss. Saturn ist in deinem Horoskop rückläufig und diese Rückläufigkeit heißt Rückblick. In Vergangenheit, vielleicht Kindheit, kann auch die Rückblick an die alte Karma handeln oder nicht nur kann, sondern so ist es auch. Also hier handelt es sich alten karmischen Erinnerungen. Und dieser Saturn, dieser rückläufige Saturn, befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und hier hast du auch eine Lernaufgabe. Ich habe die Andromeda-Geschichte erzählt. Andromeda, diese Geschichte, beeinflusst die Saturn-Energie. Und das ist schon eine Botschaft, angstfrei leben. Und dann befreit zu fühlen und dann aktiv zu sein. Und die Widder-Energie bedeutet, Mut zu haben, etwas Neues starten, wovon du begeistert bist. Das ist Feuerelement und es zeigt schon Begeisterung an. Dieser Mondhaus heißt Ashwini, also wo Saturn steht in Tierkreiszeichen Widder und damit beginnt die Tierkreiszeichen, das ist die erste Mondhaus. Die erste Mondhaus heißt Ashwini. Und das vermittelt die Fähigkeit, etwas zu erschaffen. Die Fähigkeit für einen Neuanfang. Respekt und Status sichern. Hier ist auch die Kreativität auch gefragt. Eine außergewöhnliche magische Anziehungskraft, auch weil die, was die Ashwinis vermittelt, auch das Wissen vermitteln. Und diese Energie ist die Erneuerung und die Verbesserung und das Neuanfang und diese schöpferische Kraft, etwas Neues erschaffen. Das, was in diesem Mondhaus beschrieben ist. Die Ashwinis vermitteln auch die jugendliche Kraft, die Heilung und die Erneuerung. Die Einfluss kommt von
Andromeda, die Geschichte von diesem gefesselten Königstochter, habe ich schon erzählt. Und wird noch bestrahlt von Vertex. Vertex ist nichts anderes im Himmel als Andromeda-Nebel. Bei diesem Vertex treffen sie sich viele, viele Sterne. Das ist wie ein Knotenpunkt. Und dieser Knotenpunkt hast du auch in dein Leben. Ich könnte sagen, das ist wie ein gordischen Knoten. Du verspürst es vielleicht manchmal, wenn du das Gefühl hast, es geht nichts voran, ich habe alles probiert und bleibt alles stehen. Woran liegt es? Woran liegt es? Genau in diesem gordischen Knoten, an diesem Vertex liegt es. Wenn du viele Möglichkeiten hast im Leben, weil viele Einflüsse kommen, so wie hier, viele, viele Sterne kreuzen sie sich hier, dann verlierst du die Orientierung. Oder die eine sagt mal das, andere empfiehlt dir was anderes und dann verzweifelst, suchst einen Ausweg und du weißt nicht, was richtig ist und was falsch ist. Und mit vage Betonung ist es auch nicht einfach, klare Entscheidungen treffen, weil du versuchst, das erstmal abwiegen, vergleichen, ausgleichen und hierbei wieder Saturn hast du Lernaufgabe, spontan zu sein. Und nicht zu viel Zeit verlieren, sondern spontan handeln. Natürlich ist die beste Ratgeber unsere innere Stimme. Aber hier ist nicht nur die innere Stimme wichtig, sondern dass du bestimmen kannst, was du erreichen möchtest. Also nicht, weil da viele, viele Einflüsse kommen. Mal ein Beispiel, suchst deine Berufung und der eine sagt es, die andere erzählt es und ein Dritter sagt was anderes. Und dann zum Schluss weißt du gar nicht, wo deine Berufung liegt. Und dann fangst an zum Zweifeln daran oder bist du völlig orientierungslos. Und daran liegt die gordischen Knoten, weil das macht unbeweglich und hier brauchst du eine Lösung. Alexander der Große hat es einfach durchgeschnitten, er hat die einfachste Lösung genommen. Du brauchst auch die einfachste Lösung. Die einfachste Lösung liegt daran, dass du vorher schon Gedanken machst selbst, woran liegt meine Berufung? Und das beschreibst du und dann weißt du das. Und dann hörst zu, was die anderen meinen, aber du hast schon die Orientierung. Aber es gilt nicht nur um Berufung, sondern in allen Lebensbereichen. Rahu und Ketu, die beiden Knoten, die beiden karmischen Knoten. Was bedeutet überhaupt Karma? Das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele lebt, diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und das sollte man schön gestalten. Die Seele braucht auch ein Zuhause. Und wir können immer wieder bei Meditation diese Seele besuchen. Und in unserer Fantasie das schön ausmalen, damit die Seele sich wohlfühlt in unserem Inneren. Natürlich, die Seele braucht auch sehr viel Ruhe. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper. Verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zurück zum Himmel. Ich könnte sagen, kehrt zum Gott zurück. Und die Seele hat die Bewusstsein, die Seele hat auch die Gefühle, die Seele hat auch die Erinnerungen, all das, was erlebt hat. Und da lässt sich Revue passieren. Und das ganze Leben wird gespielt nochmal wie ein Film. Und die Seele schaut es nochmal an, mit anderen Augen. Und wenn die Seele glücklich ist und fühlt sich befreit und hat gute Taten gehabt, also das ist die göttliche Gerechtigkeit, dann hat sich von die Karma befreit. Dann geht irgendwo weiter in eine andere Dimension oder anderen Sonnensystem, ich weiß es nicht. Aber die Seele braucht nicht mehr zurück auf die Erde. Wenn die Seele aber meint, das habe ich aber nicht so gut gemeistert. Und das möchte ich nochmal verbessern.
Dann haben wir einen Gott und dieser Gott bestraft uns nicht. Wir haben einen großzügigen Gott und gibt uns die Chance, gibt uns die Möglichkeit, es besser zu machen. Und die Seele macht die Seelenreise und kehrt wieder zurück auf die Erde, wählt den idealen Zustand aus. Das ist nicht immer das glückliche Zustand, aber für die Seele, für die Entwicklung und zum Lernen ist es ideal. Das Land, die Familie, die Umgebung, auch die Zeit, welche Zeitqualität die Seele am besten entwickeln kann und versucht nochmal das Verbessern. Und so lange ist dieser Kreislauf, bis die Seele von Karma befreit ist. Und astrologisch haben wir ein absteigender Mondknoten, das ist Ketu, das ist der Drachenschwanz. Und wir haben eine aufsteigende Mondknoten Rahu, das ist die Drachenkopf. Beide beschreibt Karma. Und sogar in diesem Schnittpunkt befinden sich auch die Finsternisse. Also wir haben eine alte Karma und wir haben einen neuen Weg, eine Richtung, was uns hilft zum Orientieren, was die Seele besser, leichter von diesen karmischen Belastungen befreien kann. Das heißt aber nicht, dass wir von alles verabschieden sollen, weil in alte Karma, in diesen Erinnerungen, sind sehr, sehr viele Schätze, Talente, Fähigkeiten, alte Liebe, schöne Erinnerungen, Erkenntnisse, Erfahrungen. Das sollen wir bewahren, das Alte bewahren und dann neu entwickeln, weil wir brauchen diesen neuen Weg, uns besser fühlen, von etwas befreien oder etwas Neues lernen. Dein neuer Weg, was dich befreit, Rahu, dieser Drachenkopf, befindet sich im Wassermann. Und wenn du dich so fühlst, wie ein Wassermann geborenen, das hilft dir, deinen karmischen Weg zu gehen. Ich könnte auch sagen, deinen Schicksalsweg. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren haben hohe Ziele, hohe Ideale. Und die Steinbockgeborenen haben die Fähigkeit, die Geduld, die Ausdauer, das zu erreichen, weil sie geben das nicht auf. Und sie erreichen ihren Ziel, egal wie steinig dieser Weg ist, egal wie lange das dauert. Und die Steinbockgeborenen bekommen auch Anerkennung, Ansehen, Respekt, weil sie nehmen ihren Lebensweg ernst. Das ist die Ernsthaftigkeit. Und die Erdeelemente, die setzen auch das im Tat um. Und nach Steinbock kommt als nächste Tierkreiszeichen die Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Wassermann-Geborenen haben dieses Privileg, schon oben zu sein. Das ist ihren Geburtsrecht. Und sie fühlen sich auch so. Sie müssen nicht das erstmal erreichen. Sie sind schon oben. Und sie haben von oben, von den Spitzen des Berges, einen ganz anderen Blick. Sie haben diesen Adlerblick. Adler, diesem Stammbild, hat auch einen Einfluss zu dem Tierkreiszeichen Steinbock. Und sie können durch diesen Weitblick Zeit vorausdenken, kommen auch diese großartigen Ideen. Und die Wassermann-Geborenen fühlen sich einzigartig. Sie fühlen sich außergewöhnlich. Das ist schon der Uranus-Einfluss hier. Und sie brauchen auch dieses Gefühl zu haben. Und das wäre deine Richtung. Fühl dich schon angekommen. Fühl dich oben. Du brauchst die Weitblick, diesen Adlerblick, dass du besser orientieren kannst. Dann brauchst du dieses Luftelement, diese Leichtigkeit, deine tolle Ideen. Und was brauchst du noch? Dieses Gefühl zu haben, du bist einzigartig. Und dann
fühlst du dich anders und das befreit dich. Das ist, hilft dabei, den karmischen Last abzutragen, befreien all das, was dich bedrückt. Wenn du mehr im Steinbock lebst, was auch wunderbar ist, natürlich brauchen wir die Ziele und Ausdauer, aber wenn dieser Weg zu lange dauert oder zu steinig ist und dich das bedrückt, dann sollst du von diesem Zustand befreien. Dich soll nichts bedrücken, sondern davon befreien und versuche das zu visualisieren. Du bist schon angekommen. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und dieses Gefühl zu haben, ich bin schon da, ich bin schon angekommen, und dieses Vertrauen zu haben, das geschieht auch so, das ist mehr die Fischenenergie, dann kommst mehr in diese Leichtigkeit. Dein aufsteigender Mondknoten, also dieser karmische Weg in Wassermann, befindet sich in ein Mondhaus, und dieses Mondhaus heißt Purvabhadra. Und das bedeutet gute, schöne Taten von früher. Und du bekommst die Anerkennung und die Lob dafür, wegen deiner guten Taten von früher. In diesem Mondhaus herrscht eine Gottheit, Aya Ekapada. Und diese Gottheit in indischen Glaubenssystem, würde ich mal so sagen, bedeutet noch nicht geboren werden. Du brauchst eine Art Neugeburt und das befreit dich von alten Karma, und das sind diese Transformation, wo du dich befindest. Du brauchst die optimistische Haltung und diese Leichtigkeit und dieses Bewusstsein, du bist einzigartig und dass du deine Ideen umsetzen kannst und dass du deinen Lebensweg nicht als schwer betrachtest, sondern deinen Lebensweg als leicht betrachtest. Die alte Karma, das, was im früheren Leben passierte, dort hast du Erfahrungen gemacht, karmischen Erfahrungen. Das befindet sich im Löwe. Im Löwe, das heißt, dieses Selbstvertrauen, das hast du immer, dieses starke Selbstvertrauen. Und du hast einen Einfluss gehabt auf anderen. Die Löwe verdient auch Respekt. Und das hast du auch bekommen. Aber du hast es ausgedehnt in deine vertraute Umgebung. Das war im früheren Leben. Und da hast du diese Grenzen verspürt. Also das, was dir vertraut war, da hast du einen Einfluss genommen. Da hast du eine Führungsposition gehabt oder Ansehen gehabt oder hast du Respekt bekommen. Also du hast einiges bewirkt in deiner vertrauten Umgebung und die Menschen haben dich respektiert. Du hast sehr viel Anerkennung bekommen. Und das war schon deine königliche Haltung. Aber das, was bisher herausging, außer dieser vertrauten Umgebung, dann bist du in deine eigenen Grenzen gestoßen. Dann fehlte dir Mut, fehlte die Kraft und dann hast du nichts getraut. Nichts getraut, sondern du hast es gebremst. Dann kam die Angst. Weil das war alles neu, alles unbekannt und dann kam die Angst. Und dein neues Karma in Wassermann, das ist die Richtung Wassermann, der dich befreit, geht in einen Lebensbereich, was nicht deine vertraute Umgebung bedeutet, sondern das fremde Ausland, fremde Kulturen oder die Entfernung, also eine große Reise. Ich könnte sagen, im früheren Leben hast du beherrscht dein Leben, deine vertraute Umgebung, eine kleine Reise. Und jetzt sind die Lernaufgabe, dich zu vergrößern, deine Möglichkeiten, Chancen zu vergrößern und mehr dich heraus und in Ausland oder eine große Reise. Diese große Reise kann auch Wissen bedeuten, eine innere Reise, ein höheres Wissen oder eine höhere Schulbildung
natürlich auch. Dein alter Karma, also im Löwe, wo du das beherrscht hast, das hast du vollkommen beherrscht, aber das war immer in vertrauten Umgebung. Und dieser Mondhaus, wo dein alte Karma befindet, heißt Purva Palguna. Und dieser Mondhaus beschreibt früheren Ereignisse, frühere Energie, kehrt wieder zurück und kommt das im Gestalt. Also die Energie ist da, dein Wissen ist da, du hast es nicht getraut im früheren Leben und jetzt kommt das in Bewegung, weil diese Energie möchte dich in Bewegung setzen. Und deine Ideen ist realisierbar, es muss nur reifen lassen. Und nach deinem Wunsch kommen die arabischen Punkte oder sensitive Punkte. Man könnte auch sagen, die Los, was man so im Leben diese Los zieht. Einer der bekanntesten Punkt ist, und das kommt nicht von den Arabern, sondern das war schon in Antiken bekannt, sogar Claudius Ptolemäus beschreibt auch in seinem Buch etwa 100 nach Christus. Dieser ganz bekannte Punkt ist der Glückspunkt oder Fortuna. Fortuna verteilt das Glück, zieht diese los. Und dieser Punkt ist bekannt, wie schon sagte, schon bei Antiken. Aber die arabischen Astrologen, und das war schon die Blütezeit, die Astronomie, die Blütezeit, die Astrologie, etwa im Mittelalter, deswegen sind die Sterne auch oft nach arabischen bekannt. Das war wirklich die Blütezeit und die Araber haben auch durch die Eroberung Spaniens hat das ganze Wissen dann verbreitet nach Europa. Und die Araber haben das ausgearbeitet, diese Punkten, diese Losen. Und deswegen nennt man das auch arabischen Punkten. Es sind kein Himmelskörper, aber es sind Berechnungen. Es sind einfach Berechnungen, da ist die Energie sensitiv, also hier spüren wir die Energie in diesem Bereich und nennt man auch sensitiven Punkte oder arabischen Punkten. Ich habe 12 arabischen Punkten berechnet nach Berechnung von nach Manilius. Der erste Punkt ist der Glückspunkt. Wo hast du Glück im Leben? Das ist auch nach Manilius auch die Vermögungspunkt. Dein Glückspunkt befindet sich 3 Grad Stier. Und das im Bereich Freundschaften, Bekanntschaften oder eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein oder eine Partei, wo du das gründen kannst, wo du da aktiv sein kannst, da hast du auf jeden Fall Glück. Und diesem Lebensbereich, Freunde, bedeutet nicht nur Freundschaften, sondern bedeutet auch Hoffnung. Also alles, wo du Hoffnung setzt, hast du Glück, weil Fortuna beschenkt dich mit diesem Glück. Dieser Glückspunkt hat einen guten Einfluss von Pluto und Pluto ist die Macht. Also hier bekommst du diese Kraft auch, wenn du daran glaubst, wenn du daran vertraust. Also mit Freunden hast du Glück, wenn du etwas gründest, eine Gruppe von Menschen gründest und alles, wo du die Hoffnung setzt, hast du auch Glück, dass du das auch bekommst. Nach Manilius ist die zweite arabischen Punkt ist die Lebensdauer oder Lebenserwartung. Das befindet sich bei dir 7 Grad Steinbock und das vermittelt Steinbock natürlich ein langes Leben. Und im Lebensbereich, wo deine Lebenserwartung ist und auch dauerhaft ist, ist im Bereich der Ehe.
die Ehe und Partnerschaft, was dir auch Kraft gibt. Der nächste arabische Punkt beschreibt Erfolg, Geschäfte, Ansehen. Und hier braucht man ein, ich habe das alles selber berechnet. Natürlich, der Sonnenpunkt kommt noch dazu. Also ich musste erstmal den Sonnenpunkt überhaupt berechnen, wo dein Selbst im Glanz kommt. Also der Sonnenpunkt befindet sich bei dir 15 Grad Löwe. Und dann mit diesem Sonnenpunkt könnte ich berechnen, diesen Erfolg in dein Leben. Dein Erfolgspunkt befindet sich 6 Grad Waage. Das sind gute Geschäfte. Da hast du Erfolg und das ist dein häuslicher Bereich. Da hast du Erfolge, die richtige Haus oder Wohnung zu finden. Oder wenn du da Geschäfte machen möchtest, wie zum Beispiel Immobilien, Maklerin oder Inneneinrichtung, also in diese Richtung, dein Kreativität leben, da hast du Erfolg. Hier liegt dein Erfolgspunkt. Der nächste arabische Punkt wäre Recht und Gesetz mit einer Waagebetonung ist für dich sehr wichtig, die Gerechtigkeit. Und es befindet sich 9 Grad Zwillinge und das ist die Verborgenen. Und wenn das um Recht geht oder eine rechtliche Situation, das ist immer undurchschaubar und unklar. Du hast immer das Gefühl, hier passiert etwas hinter den Kulissen und du möchtest auch diese hinter den Kulissen schauen und du empfindest das als ungerecht. Und dein Gerechtigkeitssinn, natürlich stört das enorm. In diesem Bereich, wo Rechte oder Ungerechtigkeit passiert, bei diesem Punkt befindet sich in diesem Lebensbereich auch die geheime Feinde. Und das ist ein Hinweis, dass du Feinde auch hast, dass das alles oft ungerecht verläuft und dann stört dann dein Gerechtigkeitssinn oder vieles passiert im Verborgenen, dass sie nicht direkt sagen, was sie meinen, sondern vieles passiert hinter deinem Rücken. Der nächste arabische Punkt beschreibt Liebe und Partnerschaft und dieser Punkt befindet sich 18 Grad Krebs. Natürlich es ist wichtig, die familiäre, das Gefühlsvolle, füreinander da zu sein, ein Zuhause, ein gemeinsames Zuhause zu haben, dieser Rückzug auch mal genießen und das befindet sich in deinem persönlichen Bereich, weil dein Aszendent ist zwar Tierkreiszeichen Zwillinge, aber die Tierkreiszeichen Krebs befindet sich immer noch im persönlichen Bereich. Da fühlst du dich wohl, das braucht dein Selbst auch, ein Zuhause zu haben und das möchtest in die Liebe Partnerschaft auch erleben und das so gestalten, dass du diese Zeit mit deinem Partner, mit deiner Familie auch genießen kannst und es soll auch sehr gefühlsvoll sein und du möchtest die andere auch bemuttern. Es gibt einen Punkt für Reichtum und Vermögen. Es gibt viele, viele Punkte. Ich habe nur diese 12 wichtige ausgewählt. Also es Punkt Richtung Reichtum und Vermögen, das hast du im 20 Grad Stier und das ist im Bereich Hoffnung und wieder Freundeskreis, Bekanntenkreis oder eine Gruppe von Menschen, was du gründen kannst. Ich könnte gut vorstellen, dass du deine Ideen umsetzen möchtest oder deinen Wissen weitergeben möchtest und du gründest eine Gruppe mit gleichgesinnten Menschen und du bringst die Wissen bei oder du leitest diese Gruppe und das könnte für dich natürlich dadurch ein Vermögen aufbauen oder das wäre für dich eine Geldquelle. Aber deine Hoffnung liegt auch hier. Und das, wenn du diese Wünsche hast für Reichtum, Vermögen, das ist natürlich, dann pflegt diese Hoffnung und diesen Glauben. Nach diesen 12 wichtigen arabischen Punkten gehört auch die Gefahren. Wo hast du Gefahr? Das ist 19 Grad Stier.
immer noch den Bereich Freundeskreis. Und hier in diesem arabischen Punkt hast du einen Sonneneinfluss, zwar einen exakten Sonneneinfluss, dass du immer im Klaren sein sollst, dass nicht jeder, wo zu dir freundlich ist, ist ein wahren Freund, weil du hast geheime Feinde auch, sondern hier brauchst auch die Orientierung, wen kannst du vertrauen, mit welchen Menschen, welche Kontakte hast du Glück. Und hier entsteht eine gewisse Unklarheit und das ist deine Gefahr, wenn du das nicht erkennst und vertraust jede, weil kann passieren, dass hinter deinen Rücken Lügen verbreiten oder kommt ein Intrigen. Denke an diese Geschichte von Rabe, was ich dir erzählt habe, die diese Sternbild Rabe, wo die Rabe lügt, das sind schon deine Lernaufgabe, erkennen, wo liegt die Wahrheit, wo ist die Lüge, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Einerseits hast du Glück mit Freunden und da liegt auch die Reichtum da und andererseits hast du hier die Gefahr, nochmal wird bestätigt, du hast Gefahr, wenn du das nicht erkennst. Macht, Ansehen, auch eine von den arabischen Punkten. Nach dieser Berechnung ist es 15 Grad Wassermann und das ist der Bereich Lebensbereich, die Transformation. Macht Ansehen bekommst du, wenn du deinen Gefühlen, deine eigenen Energie transformierst. Und das heißt Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen loslassen, im inneren Kraft bleiben, in Vertrauen bleiben, die Richtung bestimmen, die Orientierung, auch die Freunde untersuchen, trennen von Spreu, von Weizen und mit den richtigen Kontakten auch dieses Selbstbewusstsein zu vertreten, ohne Angst, ohne Zweifel, das in Ausdruck zu bringen. Dann hast du diese Macht, dann hast du diese Ansehen und du hast vom Merkur einen sehr, sehr schönen Einfluss auf diesem arabischen Punkt. Und das sind die Kontakte, Kommunikation, auch das Wissen, vielleicht eine Gruppe, wo was gründest, wo dein Wissen dann auch weitergibst. Der nächste arabische Punkt ist die Kindererziehung. Natürlich das eigenen Kinder bedeutet auch oder Arbeit mit Kindern, aber bedeutet auch das eigenen Kindheit, das inneren Kind oder bedeutet auch Neuanfang, bedeutet auch diese schöpferische Kraft, auch was gestalten, in Form zu bringen, was eigenes kreieren, aber bedeutet die Leichtigkeit. Etwas mit Kinderaugen betrachten, nicht naiv zu sein, sondern spielerisch gestalten, dann ist viel leichter geht alles voran, wenn wir nicht immer alles so schwer zu nehmen. Dieser Punkt, dieser arabische Punkt befindet sich im 7 Grad Steinbock und das erlebst du in deiner Ehe, in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft. Da brauchst diese Energie, Kind, Kinder, also das natürlich kann auch bedeuten, die Kinder, Familie, diese Familienleben, aber bedeutet auch, du brauchst diese spielerische, in die Liebe, Partnerschaft und steht diese ganze Energie zusammen, exakt zusammen mit Mars. Mars steht auch 7 Grad Steinbock, dieser arabische Punkt steht auch 7 Grad Steinbock. Kann auch aber auch bedeuten, dass dein Partner zeigt dir, wie das geht, dass du alles etwas spielerischer gestalten sollst oder dass der Partner Kinderwunsch hat, natürlich kann auch bedeuten, oder der Partner steht in einer engen Verbindung zum Kinder. Die Lebensreise, wohin geht die Reise, wohin geht dein Schicksalsweg, welche Einflüsse hast du? Dieser arabische Punkt befindet sich 7 Grad Stier. Du brauchst Sicherheit, Stabilität, du möchtest das Leben genießen. Das ist dein Platz. Und diese 7 Grad Stier bekommt einen Einfluss von Mars, weil Mars befindet sich auch 7 Grad Steinbock. Und Steinbock
und Stier stehen eine sehr harmonische Verbindung. Bei beiden Tierkreiszeichen gehören zum Erdeelement. Und das ist die Lebenskraft, was du bekommst von einer männlichen Person, von deinem Partner, bekommst diese Kraft, dein Leben zu genießen. Auch diese Struktur, diese Sicherheit, Stabilität, was auch die Stier vermittelt, aber auch Steinbock. Krankheitspunkt, gleichzeitig auch Heilung. Die Krankheitspunkt befindet sich 28 Grad Krebs und das ist die Haus, oder ich mag dieses Wort überhaupt nicht, für mich astrologisch werden diese Lebensbereiche als Häuser zugeordnet, erste Haus, zweite Haus, dritte Haus. Ich mag dieses Wort nicht und ich vermeide das auch. Für mich ist das kein Häuser, sondern einfach, das ist eins, das sind Lebensbereiche und alle 12 geben eine Einheit. Das ist ein Haus und nicht 12 verschiedenen Häuser, komme ich damit überhaupt nicht klar. Also ich vermeide als Haus bezeichnen, sondern ich nenne das eher ein Lebensbereich, die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Hier ist der Krankheitspunkt, auch die Verlust. Es muss nicht unbedingt Geldverlust bedeuten. Ich würde das eher besonders bei Krebs, weil bei Krebs handelt es sich um Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Hier geht es um deine Gefühle, zu deinen Werten zu stehen. Und dieses Selbstwertgefühl und Wertschätzung, da liegt dein Krankheitspunkt und da brauchst du Heilung, dass du mit deinen Werten bewusst bist, dass du dieses Selbstwertgefühl hast. Natürlich hängt das energetisch dann mit den Finanzen zusammen, ganz klar. Aber starte mit deinen eigenen Werten, dass da eine Heilung kommt oder dein Selbstwertgefühl. Automatisch verbessert sich auch die Finanzen. Hier in diesem Punkt hast du einen guten Einfluss von Jupiter und das gibt dir die Lebenskraft. Aber nicht vergessen, Jupiter bedeutet die innere Sonne, also die Kraft kommt von innen. Wünsche. Erfüllte Wünsche oder unerfüllte Wünsche. Und dieser Punkt befindet sich exakt im Grenzen, also wirklich 0 Grad, im Grenzen zwischen Zwillinge und Krebs. Hier in diesem exakten Grenzbereich befindet sich die Wünsche. Und hast einen Einfluss, einen sehr schönen Einfluss von Venus. Also Venus begünstigt das alles, deine Wünsche zum Leben, besonders wenn es um weibliche Energie handelt, deine Kreativität zu leben, deine Kunst zu leben, selbstständig zu sein, die Liebe zu leben oder all das, was du liebst. Wenn du solche Wünsche hast, dann kommt das auch in Erfüllung. Liebe Madicea, wir sind fast zum Ende in dieser Aufnahme, dieser Deutung, aber ich möchte noch erwähnen, welche Einflüsse hast zur Zeit, die Zeitqualität. Wo du augenblicklich Klarheit brauchst, Orientierung oder verbesserst etwas, verschönerst etwas, das ist deine Wohnsituation. Du brauchst da Klarheit, du brauchst da Reinheit auch, kann auch bedeuten, dass du deine Wohnung sauber machst, kann auch bedeuten, dass klärt sich etwas auf in wohnlichen Situation. Du brauchst jetzt mehr Licht und mehr Luft in wohnlichen Bereich. Also da klärt sich etwas auf oder brauchst diese Klarheit. Kann auch bedeuten, dass ziehst du dich zurück und genießt dein eigenes Zuhause und so bekommst du die Klarheit über dein Leben. Das ist augenblicklich der Einfluss. Wo du deine Kraft einsetzt,
Das ist die Liebe, Partnerschaft, das ist die Mars-Energie. Natürlich kann auch bedeuten, eine männliche Person, dass du gerade dabei bist, in Partnerschaft aufzubauen, oder kommt ein Entgegenkommen oder eine Annäherung. Der Mann ist da, der Mann ist da, und deine Kraft, deine Energie lenkst du auch in diese Richtung zurzeit, Liebe, Partnerschaft. Wo du Gespräche führst, das ist die vertraute Umgebung, Bekannten, aber auch Verwandten, vielleicht eine Einladung, ein Besuch, eine kleine Reise oder kleinere Veränderungen. Dann kommt auch die Wohnsituation, Gespräche über die Wohnsituation oder kommt ein Besuch und so habt ihr schöne Gespräche. Wo du Glück hast, deine schöpferische Kraft, deine tolle Ideen umsetzen und Glück mit Kindern, das muss ich auch dazu sagen. Deine Venus-Energie, deine weibliche Kraft, deine Kreativität zieht sich auch in Wohnsituationen zurzeit. Das heißt, entweder kommst zu Erholung und achtest auf die Körperpflege, auf deine Schönheit und das tut dir richtig gut, bedeutet aber auch, dass dein Zuhause verschönerst. Wo du die Lernaufgabe hast, wo du aufräumen sollst, das ist die Arbeit. Und wenn du glücklich bist mit der Arbeit oder lebst deine Berufung, geht es dir auch gesundheitlich auch besser. Wo karmische Themen hast zurzeit, weil das wird jetzt aktiviert, das sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen, weil das hängt energetisch schon zusammen und auch Ämter wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, auch die Schulen gehören dazu oder Erbschaft, also als diese ämtlichen Themen und Werte, Wertschätzung, Finanzen, das sind gerade die karmischen Themen. Wo unerwartete Ereignis kommt oder ein Umbruch, Veränderung, das ist deine berufliche Situation. Du bist gerade dabei, deine Berufung zu leben oder suchst deine wahre Berufung. Wo du achten solltest, was alles so hoch kommt, sind alten Enttäuschungen, diesen Gefühlen bist du dabei, das Loslassen, das zum Transformieren. Und wo du wirklich im Kraft hast oder du die Kraft bekommst und die Unterstützung bekommst, das ist die Liebe Partnerschaft. Liebe Madisea, das war diese Aufnahme, diese Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie mit arabischen Punkten. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.